heute soll ich zwei Neuheiten erfahren. Ja, mehr als zwei fast. Mehr, ne? Also du, ja, erstmal das erste Mal bei Schollenbrand, nee, auf dem Kutter im Fehmarnsund. Richtig. Nummer eins. Zweite, den Dublettenlüfter. Gucken wir gleich, was es ist. Und als drittes natürlich unseren neuen Wattwurm, den Doppelgänger. Bin ja gespannt, was sich heute erwartet und ob wir auch wirklich was fangen. Ja, sieht ganz gut aus, glaube ich. Ich hoffe. Ja. Lauf dieser Kutter, genau. Da gehen wir jetzt hin, fahren raus und alles dann klar. Genau, los geht's. Okay. Ja. Ob am Fluss, am Meer oder Teich, der Angeln ist gar nicht so leicht. Und weil man das nicht einfach so kann, lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Lernen wir es mit Angel-Anni zusammen. Ja, nee, wir sind heute bei Buttlöffelfischen mit Schollenbrand, die absolute Kultur im Fehmarnsund. Ich hoffe, dass wir was fangen. Ja, hoffe ich auch. Genau, und wir haben heute zwei absolute Revolutionen am Haken. Das ist einmal unser neues Fluffelsystem, den Dublettenlifter. Drei Revolutionen sehe ich gerade. Wir haben auch einen neuen Buttlöffel, den zeigen wir mal als erstes. Jetzt wie im echten Schollenleben mit weißem Bauch und einer braunen Oberseite. Ja, also das muss die Plattfische einfach anlocken, sozusagen, und die Fresse bewegen. Und dann haben wir eben diesen Dublettenlifter. Das ist erstmal eine normale Buttlöffelmundfahrt mit normalen Vorfach sozusagen. Und der Buttlöffel löst eben die Sicherheit aus, weil der Fisch den an kleinen Plattfischen fixiert. Und unsere Dublettenlifter-Montage, bei der ist das so, dass die an einem freilaufenden Seitenarm eingebunden ist. Wenn man die ablässt auf dem Grund, dann treibt sie so ein bisschen hoch, so einen halben Meter, je nachdem, wie man den Stopper einstellt, dann schwebt der Boot so über den Grund. Wenn man jetzt die Montage hochhebt, da muss ein bisschen oder auch eine Welle, die Welle haben wir ja heute, dann sieht das so aus, als würde der Buttlöffel, also dieser kleine Boot, in die Tat quasi auf den Boot zuschwimmen und den fressen. Das heißt, immer wieder eine Attacke, man dann lässt man den Boot wieder runter, dann geht er runter, dann geht man wieder hoch. Und jedes Mal simuliert das eine Attacke, sozusagen mit einem kleinen Bleibbild auf dem Grund. Und die Mutter neidet, dass das ist mal ein Moment, den kann ich ganz schwer wieder fliegen. Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, und dann, und das ist die größte Revolution, die wir an Bord haben, haben wir natürlich heute unsere 50 Wattwurm dabei. Den Doppelgänger. Sehr echtes Wattwurm-Imitat, du hast das schon gehört. Ja. Alle sind total heiß drauf momentan. Der sieht nicht nur gut aus, da stimmen auch die inneren Werte. Ja, wie es ja so oft ist im Leben. Der ist nämlich vollgesungen mit Qualmweg. Das kommt ja auch sehr oft dabei. Und ja, wir hoffen, dass das die Schollen tatsächlich heute bekommen. Ja, ich habe schon probiert. Ja, genau. Ja, ja, wird auf jeden Fall. Okay. Na denn, geht's los. Ja, Klaus hat mal wieder eine. Ich bin noch am Schneidern, aber deine dritte heute. Ja. Ja, läuft. Klappt heute Morgen. Bis jetzt jedenfalls. Bis jetzt. Bist du jetzt auch noch was dran? Als Einziger. Ja, bis jetzt bist du Einzige. Das sieht man mal. Ja, alte Schule. Kunst, Kopf und Können. Richtig. Mein erster Fang ist auch getätigt. Ein Mini-Seestern. Ich hoffe, es wird heute noch mehr. Wir wechseln jetzt den Spot und gucken dann mal. So, der darf wieder baden. Der einzige Seestern, den ich bis jetzt hatte. Ja, hier ist der Kapitän Klaus von der Lala 2. Ja, das erste Mal, dass ich heute mit ihm unterwegs bin. Butt ist schon an Bord, also bis jetzt hat er seinen Namen allen Ehre gemacht. Oh, wir geben uns schon immer Mühe. Wir haben jetzt versetzt, zwar nur um 250 Meter, aber wir liegen jetzt in eine tiefe Senke. Mhm. Und da sind Muscheln reichlich. Ich hoffe, dass wir hier ein bisschen mehr Glück haben. Okay, jetzt muss ich leider die Anker schmeißen, weil wir immer vor Anker angeln. Und los geht's. Martin, die anderen Leute an Bord und ich konnten ein paar Spots weiter denn endlich auch unseren Plattfisch fangen. Dann wurde mir noch gezeigt, wie man so einen Plattfisch eigentlich ausnimmt. An dem Tag habe ich wirklich viel gelernt. Aber ihr merkt, das Video ist schon ein bisschen älter. Denn der Doppelgänger von Eisele ist natürlich schon lange ein Erfolgsköder, der eigentlich in jede Kiste eines Ostseeanglers gehört. Und ich muss sagen, es wird mal wieder Zeit, dass ich mit dem Doppelgänger fischen gehe. Beim vollen Eimer Würmer sind wir gekommen. Die sind immer noch da, weil die Doppelgänger ja ewig halten und man sie immer wieder fischen kann. Aber ein Eimer hat sich gefüllt im Laufe des Tages. Ja, ne? Wir haben viel gefangen. Also ja. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Jo. Und ja, ist doch gut gelaufen. Alles klar, ja. Gerne. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, wir sagen auch tschüss. Bis bald.